Mario Urbanski aber in den Post gestellt. Größten Vorteil für den Mann mit der 51. Trey McBride nimmt den ersten Dreier. Urbanski holt den Rebound. McBride, nächster Dreier. Und wieder erfolgreich. Trey McBride, der Topscorer der Bayer Giants. Leverkusen. Urbanski hat den größten Vorteil. Gute Postarbeit. Sehr gut. Finger Roll. Da beschwert sich Bill Borekambi ein bisschen. Mario Stoll. Der Go-To-Guy der letzten Wochen. Marco Boxic wirft seinen ersten Distanzwurf rein. Natural Großkopf, auch für drei. Aber die Giants gerade mit guten Lösungen gegen die Rotation. Und auch Kevin Strangmeier mit guten Lösungen. Für drei von außen. Letzte Woche wenig Distanzwürfe, heute sind... Ja, also jetzt gerade in dem Angriff ganz deutlich, das sind drei, vier Rotationen und dann ist halt meistens einer blank. Hübner mit seinem ersten Drive zum Korb, schöner Move. Stark. Und genau das kann er mitbringen. Gute Fußarbeit, sehr athletisch, trotz seiner 2 Meter. Roll oben verteidigt, Pass raus, Boxic nimmt den Fake, Damen ist frei. Urekambi macht es diesmal gut. Verteidigung trotzdem in Ordnung, Marius Stoll mit dem Drive und dem erfolgreichen Layup. 10 Sekunden noch auf der Wurfuhr. Wieder fast der Stil, Urbanski. Und dann muss es eben der Center machen. Auch der Dreier fällt. Zurück in die Partie, Strangmeier. Hat da das Auge für seinen Gegenspieler nicht. Freier wird er nicht mehr unterm Korb. Oldham muss ein Stepback nehmen. Diesmal ist er gut. Wichtig auch für CJ Oldham. Ich glaube, da muss man viel mit dem Spieler sprechen, Rückmeldung einholen und dann geht es viel über Wiederholung einfach. Manni Brach. Guter Drive, 4. Und Sam für 3. Gut und wichtig. Schickt seine Jungs zurück. Hoch verteidigt jetzt der Switch. Dreier McBride. Und der ist gut. Trey McBride. Urbanski für 3. Stark. Und so schnell holen die Giants die höchste Führung der Partie, 11 Punkte. Ja, der Ball war schon am Brett auf jeden Fall. Bin auch mal gespannt, ob wir vielleicht eine Wiederholung sehen. Aber Moritz Hübner braucht gar keine Wiederholung. Er braucht auch keinen Layup. Er nimmt den Dreier, knallt ihn rein. Trey McBride. Der Trey Großkopf nimmt Lollis mit. Der zieht mal zu Korb. Anni Brach wird sich den Dreier nehmen. Stark. Und knallt ihn ansatzlos rein. Gute Bewegung, guter Pass. Quadrilolles zieht vorbei, zieht das Foul. Und holt nicht nur den Freiwurf raus, sondern auch 2 weitere Punkte für die Bayer Giants Leverkusen. Wie oft er gescored hat und was für Punkte der sammelt, aber still und heimlich macht er sich wieder zum Topscorer auf mit einer unfassbaren Effizienz. Gute Fußarbeit jetzt hier von Urbanski. Moritz Hübner. Bewegung ganz filigran und der Dank gegen Paul Auskas. Moritz Hübner, herzlich willkommen in der Farbenstadt. Catch and Shoot. Aber ohne Erfolg. Gute Hände von Manni Brach. Wichtiger Stil. Boxic auf Trey McBride. Und jetzt fliegen die Jungs hier durch die Gegend. Mit McBride. 3 Minuten sind es noch. Schwieriger Wurf, Trey McBride. Aber auch den
setzt er rein. Und damit ist es amtlich. Die Bayern Giants gewinnen diese Partie mit 84 zu 75.